Hallo und herzlich willkommen zu Zeros Wunderküche. Heute mache ich leckere Nutella-Kränzchen, wie ihr es auch hier sehen könnt. Die Zubereitung geht sehr schnell und die schmecken einfach köstlich. Dann starten wir doch los. Für die Zutaten brauchen wir 6 Scheiben Blätterteig, etwas Nutella und ein Ei zum Bestreichen. Den Backofen habe ich auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Die Arbeitsfläche bemehle ich etwas mit Mehl und werde die Blätterteigscheiben etwas vergrößern. Dann verstreiche ich die weiche Nutella auf die Scheiben. Für eine Blätterteigscheibe braucht ihr ungefähr einen Esslöffel Nutella. Den Teig dann zusammenrollen. Den Teig teile ich durch die Mitte, aber ich schneide sie nicht ganz durch. Die zwei Rollenhälften werden umeinander gedreht und zu einem Kranz geformt. Die Kränze sind soweit fertig, mit dem Ei werde ich sie einpinseln. Die Kränze lassen wir jetzt bei 180 Grad Ober- und Unterhitze ungefähr 20 bis 25 Minuten backen. Die Nutella-Kränze habe ich jetzt aus dem Backofen rausgeholt. Sie sind ziemlich heiß. Ich lasse sie jetzt etwas abkühlen. So sehen unsere fertigen Nutella-Kränzchen aus. Je nach Belieben könnt ihr die Kränze mit etwas Puderzucker bestreuen. Die Nutella-Kränze sind so lecker geworden, macht ihn auf jeden Fall nach. Die Zubereitung ohne Backzeit dauert nicht mal 10 Minuten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf einen Daumen hoch freuen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video weiterteilt. Abonniert meinen Kanal kostenlos und folgt mir auf Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Video. Tschüss!